Ein TTIP, CETA, TISA macht das Leben mieser. 1, 2, 3, 4. TTIP, CETA, stoppen wir. 5, 6, 7, 8. Das Abkommen wird platt gemacht. Die Kommission will Ende Juni voraussichtlich dem Rat vorlegen, das Abkommen, und sagen, so, jetzt geht's los. Bitte genehmigt dieses Abkommen. Das ist der erste Moment, wo erstmals die österreichische Regierung auch Ja oder Nein sagen kann. Und wir möchten gerne, dass die österreichische Regierung Nein dazu sagt. Was natürlich immer die wesentliche Frage ist, ist nicht die Frage, gibt es sozusagen ein Verbot, Gewerkschaften in Amerika und Kanada zu gründen. Nein, die gibt es nicht, aber es gibt sowas wie einen Geist. Ja, diesen Geist gibt es auch beim Herrn Mateschitz in Österreich, wo es darum geht, dass Demokratie in den Betrieben ganz einfach nicht gefördert wird und mit allen Methoden versucht wird, diesen Widerstand der Gewerkschaften dort zu brechen. Also ich hoffe, dass wir ganz, ganz aktiv weiterhin in diesem Widerstand sind. Bin mir sicher, dass wir gewinnen, weil wir die besseren Argumente haben.